Ja, herzlich willkommen zum neuen Projekt Batman The Telltale Series. Ich hab Telltale Game wahrscheinlich geschrieben. Kleiner Idiot. Guten Morgen, yes, yeah. Warte, ich ändere das mal kurz. Telltale. Was schreibt man zusammen, wa? Na, lass ich einfach so. Scheiß drauf. Ich sehe das Crackman. Ja, Mann. Alter, Cover. Batman. Ich sehe das Crackman. Check es einfach aus, Mann. Ich lasse den Batman raus, verdammt. So, ich wollte den Audio mal ein bisschen runtersetzen, damit ich hier nicht so schreien muss. Das ist halt schon eine etwas andere Grafik. So, dann gucken wir mal rein in die Episoden. Reich der Schatten. Season Pass. Haben wir nicht den Season Pass gekauft? Season Pass, den müsste ich da eigentlich haben. The Wolf und Mank Ass ist ziemlich geil. Habe ich auch schon gezockt auf der PS3. Starten. Herunterladen. Demnächst erhält ich. Ach, die vierte Episode kann ich schon herunterladen. Die fünfte Episode fehlt bloß noch. Okay, wir stürzen uns einfach jetzt mal in den Abenteuer der Batman-Serie. Telltale. Reich der Schatten. Crowdplay. Was ist denn ein Crowdplay? Okay, das ist egal. Kauft und installiert. Wir machen einfach Crowdplay mal an. Weißt du, was Crowdplay ist, Geppetto? Du hallst doch etwas, ich halle etwas. Ja, das kann ich nicht ändern. Das liegt wahrscheinlich am Mikrofon, am PlayStation-Mikrofon. Also, wir fangen mal an. Reich der Schatten. Als schockierende Anschuldigung laut werden, begibt sich Bruce Wayne in die türkischen Sümpfe der Politik Gothams, während Batman dem mächtigen Verbrecherboss der Stadt entgegentritt. Dann starten wir einfach mal hier. Crowdplay, was ist Crowdplay? Stimmen, die Stimmen aller Zähler. Ach geil. Beginn, lade deine Freunde ein. Ach geil, jetzt kann ich euch wirklich zu einem Telltale-Game einladen, da muss ich keine Dings mehr machen, sondern ihr könnt dann gleich, der Hinweis, das Spielen über Twitch, YouTube und andere Streamdienste wird aufgrund von Problemen durch Netzwerklatenz nicht empfohlen. Ach so, nicht empfohlen. Schade, aber das wäre echt geil, Crowdplay. Mitspieler erhalten einen Spielcode und sehen den Bildschirm und wählen mit ihrem eigenen Gerät. Soll ich das machen oder nicht? Soll ich das machen? Es hat angefangen. Nee, Feuerstein, wir haben noch gar nicht angefangen. Wir überlegen jetzt hier gerade noch, ob wir Dings muss machen. Hast du Freunde? Nee, ich habe keine Freunde. Auf jeden Fall keine Freunde, die jetzt online sind. Wir können mal Beginn machen. Guck mal hier, ihr könnt jetzt einfach hier auf die Seite gehen, telltale.com/crowdplay, und dann gebt ihr da den Spielcode ein. GTGTTJ. Und dann könnt ihr mitbestimmen. Dann mache ich keine Umfrage mehr, sondern ihr könnt halt mitbestimmen, glaube ich. Könnt gleich mit Einfluss nehmen auf die Story. Hast du Freunde, danach würde ich das entscheiden.
Ja, auf jeden Fall keine Freunde mehr, die jetzt noch momentan online sind, so. Also wahrscheinlich schon bestimmt 6 oder 4. Ich kann mal kurz gucken. Ja, 3 Leute sind online. Ich glaube nicht, dass sie sich dafür interessieren und das jetzt zocken werden. Spaß, Mann. Ja, kein Ding. Ich habe es lange noch gezeigt. Also ihr Feuerstein, du kannst gerne auf die Seite gehen und Geppetto auch und ihr könnt ja gerne mitmachen. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Und mach einfach jetzt mal gerade noch zu sehen ist. Bilde eine Baytech-Farbe aus. Rot. Rot ist am geilsten, ne? Aber bin mal gespannt, Feuerstein, ob das funktioniert. Also wie das jetzt funktioniert mit dem Mitbestimmen. Weil du müsstest das ja bei dem Stream über YouTube solltest du das ja nicht gleich sehen. Sondern und also das macht ja alles ja keinen Sinn, aber. Und über den Stream am Internet solltest du mich auch nicht hören, oder? Ihr könnt ja bitte mal den Spielcode eingeben und gucken, ob das funktioniert. Okay, ich habe 2 Zuschauer. Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Geil, ich hab, geil, das ist cool. 2 Leute, die mir jetzt hier schon über CP folgen. Das ist cool, vielleicht werden da noch ein paar mehr Leute. Ich würde mich richtig freuen. Da oben steht auch der Code und gleich die Webseite. Das ist ja nice. Kann man nur noch später sich wahrscheinlich richtig geil. Finde ich jetzt schon geil. Finde ich noch viel besser. Das ist ja heftig, Alter. Crowdplay ist ja richtig nice. Get it open. On it. Sein schon laut, ne? Trotzdem. Hey, you think he's gonna show? Bring the whole goddamn place down. Stay focused. Wahrscheinlich wird's aber we'll jetzt be out here before anyone can stop über YouTube gleich sein. Das wird auf jeden Fall angezeigt, aber die Frage ist, hörst du mich über den Stream? Christ. Über den anderen? Move in. Über Telltale kommen? Würde mich interessieren. Ich glaube, dadurch lecken mich jetzt mein Stream. Gordon. They're on the 52nd floor. I'm going in. Hey! Wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, schade, Gotham Zoo. Nur hier all the other flying animals. Dann kannst du da wahrscheinlich einfach nur die Entscheidungen treffen. Richtig geil. Batman. Ich hab 3 gedrückt eigentlich. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. I can handle it. Ist ja geil. Shit!
The hell did he go? Whatever got in, don't let it get out. Das ist ja geil, er macht irgendwie voll Bock gerade. Ja, meiner, das leckt hier auch gerade alles ein bisschen. Der Stream. Reicht dir dafür? Also ganz, ganz bisschen ab und zu mal. Ist nicht schlimm. Ich find's echt gut. Was ist das? Ich find's echt geil gemacht auf jeden Fall. Und die Quali ist halt natürlich noch mal andere als gerade bei dem Spiel, was wir gerade eben hatten. Mit Batman, Alter. Richtig geil. Jetzt guckt mir nur noch einer zu. Holen wir uns erstmal ihn. Holen wir uns noch hin. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! Analogstick machen. Was wird das denn? Ja. Und irgendwas. Was ist das? So geht man durch Türen. Didn't your mother teach you to knock? Kevin? Behind you, big boy. Heyday. Stay where you are. You're under arrest. If you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this.
Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. Whoa, whoa. Brille bricht. Los, schieß. Los, schieß. Holy hell! You get this? Move us in, closer! Der kratzt man sich mal immer kurz im Auge. Und die fertig machen, ich will davon fahren. Und los, abschließ. Ich hab ganz viel Geld auf. It's over. I wouldn't be so sure. War aber knapp, oder? Die Fasse erwischt. Oder sie hat die Fasse erwischt. Jesus! Got him! Wait, wait, wait! Do not shoot! Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Das ist ungestört. Und sie fährt auch schon locker schon ab. Guess I was wrong about you catching me. Werde ich wahrscheinlich bei der nächsten Folge nicht mehr machen, je nachdem wie er jetzt. Not sure if it was for my sake or yours. Give up. There's no way out. Give me some credit. Bye, Bat.
Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Nice. Auf jeden Fall war der Kampf schon gut. Und ihr habt ja selber entscheiden können, abstimmen können über Telltale.com. Ist sehr nice gewesen, oder? Wir waren uns ja fast immer einig. Thank you. Thank you, everyone. Lasst also gerne ein Abo und ein Like da. Is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. Yeah, like, there you go. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would Well, there he is. Fashionable and fashionably late, as always. Say hi, Bruce. Hi. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Ich finde die Grafik ist echt geil. Together, gefällt mir. We will change Gotham. Richtig. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things, and truth be told, I do too. What, a chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. Ah, a little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, a new face for Gotham, Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. Ja, liebe Leute. Come on. Finde ich sehr gut, dass es mit dem Abstimmen alles so klappt. Nebenbei. Reicht dir dafür, dass es ab und zu mal laggt, aber das kann ja auch sein, dass es nur bei mir so aussieht und nicht bei euch im Stream auch laggt. Könnt ihr mal reinschreiben. Ich use einfach chillen diesen nicen Stream. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, I'm flattered, truly, but
This night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. Huh. I think I speak for half the room when I say politicians are puppets. Oh, come on now, Bob. I'm not a politician. I'm a crusader. Hmm? No strings attached. Old families like ours should flock together, you know. Der wird sich Harvey auf jeden Fall merken, vielleicht war der auch hier süß. Das ist ja nicht mein Name. No, it's true. The Waynes and this city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall. That Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this. Ich würde auch sagen, das hängt vom Mann ab. Or whatever it's called. I'd say it all depends on the man. Sometimes you need a person who will go off script. Such as dressing up in a bat costume? And taking out the criminals who ruin our city. Though the cape may be a bit much. Don't worry, though. I am not doing this alone. And with Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Yeah, schrecklich, aber schon ewig her. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Well, I don't like to think about maybes, and I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicki Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Tonight is strictly on. Ich finde die geil. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. So formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. Finde ich doch relativ gut. Ja, wir werden aber jetzt gleich... How are you doing? You should enjoy your own party. Before all... Break mal. Die Sache ist, ein Break ist relativ scheiße. All the champagne runs out. Well, I'm doing better now that you're here. Well, I'll tell you, if all these stuffed shirts weren't around, I'd give you the private tour. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah, it looks like... Oh, this? No, that's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but, another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? So, liebe Leute, die fällt euch jetzt ziemlich geil. Warte mal.
Ich wollte jetzt nur mal kurz was an mein Audio ändern. Machen wir doch immer lauter noch. Oder? Ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig eingestellt ist. Wir setzen mal fort. Schnell. Und rechts oben könnt ihr alle mitvoten. Falls ihr Bock habt, macht das auf jeden Fall, würde mich freuen. Bei den Entscheidungen ins gleich. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Maybe he can change your mind. I don't like this, ja, ich vertraue Harvey. I'm trusting you. Das ist okay, ich vertraue ihm. Lass doch gerne ein Abo und ein Like da hier bei YouTube. Every string I can to get elected. Yeah, well, just make sure this one doesn't hang you. Ja, ich mag irgendwie den. Word of warning, Bruce. Das ist cool. Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. Alle drehen sich um, Falcone. You're a respectable man, I hear. Bruce Wayne. I know who you are. The guy is gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill at... Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. I'll bring Bruce back to you soon. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. Wir wollen den Falcone nicht verärgern. Kylo Treff. Sehr lustig. Du bist ein Kunde. Yeah, well, that's just like Harvey, huh? Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Chaps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. Mm-hmm. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me a digestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine. This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. Ich weiß nicht, ob man das so macht beim Billard. Wenn ich zu Hause selber einen Tisch habe und Leute zu Besuch kommen, dass ich das dann anspitze. Also, keine Ahnung. Dann war ich jetzt wirklich ein schlechter Gastgeber, aber... Ja. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city.
Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. For Gotham. For our city. Oh, I'm everyone's friend. Which means you're really no one's. Pick a lane before you have a head-on collision. Nice. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo, you understand the situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce. Ja, sorry, da war ich mir jetzt gerade auch ein bisschen uneinig, ob ich die gleich nehme oder nicht. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. Ich dachte auf jeden Fall, dass ich noch ein bisschen rumlaufen kann selber. And he's gonna get what's coming to him. So, das war oder was? Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er das jetzt war. Und da war der Prolog. Dies war der Prolog. Sag wahrscheinlich eh keiner mehr auf YouTube. Guckt eh keiner mehr auf YouTube zu, sondern ist jeder auf Telltale kommen. Die drei Leute. Und einer wahrscheinlich noch auf YouTube. Oh, geil. Geil, scheiße. Mir richtig gut. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the ich nicht mehr, ist gleich vorbei. 4-5 Minuten noch, dann ist vorbei. Ja, jetzt sind die Tickets. Im Theater besucht von dem Tag, wo meine Eltern erschossen wurden, heute Abend wurden noch einmal. Not all of them. See what she was really after. Nice, und darauf habe ich gewartet, dass wir selber mal ein bisschen rumlaufen können. Das gefällt mir gut. Dann guck ich jetzt mal hier kurz zu. Ja, da auch noch oben, Alter. Ja. Das ist ein richtig geiles Game. Ja, liebe Leute, ich hab vorhin zum Watch Dogs gezockt. Auf dem Weg zur Platin-Trophäe, könnt ihr euch einen angucken. Und davor Blues und Bullets. Ein richtig geiles Adventure, auch so ähnlich wie ein Telltale-Game. Halt kein Batman. Aber trotzdem sehr gut. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und morgen geht's weiter und morgen könnt ihr wieder mitbestimmen mit dem Crowd mitbestimmen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr lasst einen Daumen und ein Abo da. Und für alle, die jetzt noch auf der Webseite sind, ihr habt mich wahrscheinlich nicht, aber der Stream ist jetzt gleich vorbei. Bis bald, meine lieben Leute. Peace out. Danke fürs Zuschauen.